Hallo! Heute beantworte ich einen Tag, und zwar den Regalbücher-Tag. Und diesmal wurde ich tatsächlich wirklich ich getaggt. Und zwar von Purzel099. Und ich fange einfach mal mit der ersten Frage an. Ich habe mich nach langem Überlegen für Der Herr der Ringe entschieden. Ich habe diese wunderschöne Version von Der Herr der Ringe. Weil ich das Buch sehr mag. Es ist mir sehr ans Herz gewachsen. Außerdem mag ich einfach das Styling von dem Buch und natürlich die Geschichte. Ich hoffe, dass die Liebe in dem Buch jetzt keine zu große Rolle spielt. Also es gibt natürlich auch eine Liebesgeschichte zwischen Arwen und Aragorn, aber das war es eigentlich auch schon. Also das ist nicht die Hauptrolle. So. Ich bin zu dem Buch gekommen und zwar habe ich den Film gesehen, den ersten, und fand den echt cool. Und meine Eltern haben mir dann zu Weihnachten das Buch geschenkt. Also, das war Frage 1. Es gibt noch tausende Bücher, die ich länger besitze. Zum Beispiel Honey und Nanny oder keine Ahnung. Das sind alles Bücher, die ich aber von jemand anderem geerbt habe, sozusagen. Weil ich habe noch eine große Schwester und ich habe sozusagen alle Bücher, die sie nicht mehr gelesen hat, geerbt. Das ist das erste Buch, das ich wirklich persönlich bekommen habe und gelesen habe und gemocht habe und an das ich mich erinnern kann, wie ich das bekommen habe, und deshalb habe ich das ausgewählt. Harry Potter und der Stein der Weisen. Was mich auch direkt zur dritten Frage führt. Und das ist Harry Potter, weil ohne Harry Potter würde ich heute keine Bücher lesen. Also wahrscheinlich schon so ein paar, aber Harry Potter war der Auslöser dafür, dass ich überhaupt mich für Bücher so richtig interessiert habe, mich da so richtig reinsteigern konnte, mich dafür richtig begeistern konnte. Und deshalb bedeutet mir Harry Potter von meinen ganzen Büchern am meisten. Außerdem ist es eins meiner Lieblingsbücher. Also, mit der Frage habe ich lange gehadert, weil ein Buch einem ja nicht wirklich ähnlich ist. Ich habe einfach den Hauptcharakter jetzt mal genommen und geguckt, welcher Hauptcharakter mir am ähnlichsten ist. Und das ist Tessa aus Clockwork Angel. Man müsste eigentlich aber Tessa noch ein bisschen mehr Tollpatschigkeit geben und ein bisschen mehr Verpeiltheit, und man müsste ihren Orientierungssinn streichen. Dann würde sie schon relativ nah an mich herankommen. Das ist dieses hier, Seelen. Ich hatte überhaupt nicht mit dem gerechnet, was ich bekommen hatte. Seelen ist so emotionsgeladen und ganz anders und besser als Twilight. Und deshalb ist Seelen das Buch, das mich gefühlsmäßig am meisten überrascht hat. Das ist auch Harry Potter. Und zwar, weil ich früher wirklich besessen davon war. Ich war wirklich besessen von Harry Potter. Ich bin aufgestanden, habe gelesen, habe über Harry Potter nachgedacht, habe überlegt, wie viele Tage es noch ist, bis das nächste Buch rauskommt. Habe dann abends Harry Potter auf Kassette gehört, und als ich aufgehört habe, habe ich dann nachts von Harry Potter geträumt. Also es war schon sehr Harry Potter geladen, mein Leben, nachdem ich das erste Buch, also die ersten paar Bücher halt gelesen hatte. Es hat nicht so lange angehalten. Es gab ein paar Jahre, in denen ich nicht einschlafen konnte, ohne Harry Potter Kassette zu hören. Aber ich glaube, das lag auch viel an Rufus Becks Stimme, weil die einfach so schön einschläfernd ist, und ich total begeistert davon war. Also, Harry Potter hat mein Leben entscheidend geprägt bzw. verändert, auch weil ich dadurch an Bücher so gekommen bin. Ja, definitiv. Allerdings habe ich nach einem bestimmten Buch gesucht und es nicht gefunden. Und zwar nach Der kleinen Raupe Nimmersatt. Das habe ich früher voll geliebt und ich habe es einfach nicht gefunden. Aber ich habe so ein paar andere gefunden. Zum Beispiel das hier, die Felix-Bücher. Die habe ich, oh, die sind so toll. Man kann hier so aufklappen und dann sind da immer so Post. Und manchmal sind da auch so Briefumschläge von Felix. Kann man so aufmachen und dann fallen da Sachen raus. Sowas hier und
da ist alles Mögliche so bei in den Büchern und oh, das war immer so schön, so ein kleines Erlebnis, das Buch zu lesen und vorgelesen zu bekommen. Dann haben wir noch das hier, Irma hat so große Füße. Geht es um so eine kleine Hexe und die ist so voll süß und so. Ich liebe das Buch voll. Und dann habe ich hier noch das hier, Lisa und die Stobis. Ja, ich weiß, bescheuert, aber da geht es halt um die Stobis und dass man gute Sachen essen soll, weil sonst die Stobis zu viel zu tun haben und dann verklebt alles und dann sterben die Stobis und deshalb muss man immer schön Äpfel und sowas alles essen. Und dann habe ich hier noch Amor oder Jeder Fall trifft. Das habe ich auch früher voll gern gehört, weil da ist Amor drauf, der ist so total lustig gezeichnet und dann trifft er halt immer so Leute, so zum Beispiel so Amors Fall trifft zum Beispiel Frau Riesengroß und Herrn Klitzeklein, Fräulein Feinnäslein und Herrn Professor Rüssel. Ohne welches Buch ich mir meine Kindheit nicht vorstellen könnte. Hier war nichts von Kinderbuch gesagt. Dieses wunderschöne Märchenbuch. Ich liebe es über alles. Das Schönste daran ist, dass es schon so schön alt und vergriffen ist. Und der Umschlag hier ist auch über Kleber dran und der Umschlag ist auch schon abgefallen und mein Vater hat den falsch rum aufgeklebt, weshalb man jetzt auch umgekehrt alles sieht. So rum ist es richtig. Aber man sieht es immer so rum, weil er es falsch rum aufgeklebt hat. Und oh, ich liebe es einfach. Da sind ganz viele Märchen drin, auch total ausgefallene Märchen, so die weiße Schlange oder das Waldhaus oder der goldene Vogel, das sind ja so Märchen, die nicht so was wie Schneewittchen, sondern so ausgefallene Märchen. Und mein Papa hat mir das immer vorgelesen und meine Mama und meine Kinder kriegen das später auch vorgelesen. Ich darf ja wieder Leute taggen. Und zwar tagge ich hiermit jede Person, die dieses Video gesehen hat. Ihr müsst jetzt alle ein Video machen. Wahrscheinlich schreibt jetzt keiner unten Kommentare rein, damit ich nicht weiß, dass diese Person das Video angesehen hat. Aber alle, die das jetzt hier sehen, die mich jetzt hier gerade sehen, du, mach ein Video und poste es als Videoantwort, damit ich weiß, was deine Lieblingsbücher und deine Regalbücher sind.